Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Das letzte Mal haben wir beide Solas zurückgebracht und haben jetzt unser Master Schwert hier richtig cool. Leuchtet jetzt hier richtig cool, habe ich schon cool gesagt. Und damit sind wir jetzt in der Lage, Schatten zu verbannen quasi, indem wir hier schön schlagen, immer schön. Und das wollen wir jetzt auch gleich machen und uns die vergessenen Herzteile holen. Ja. Denn es fehlen immer noch zwei Herzteile. Die beiden wollen wir uns jetzt ganz schnell holen. Dann haben wir alle Herzteile des Spiels. Und wir sind dann ja quasi Sidequest-mäßig komplett durch. Außer Dingens, Bummens, fehlt da noch. Die Drillhöhle. Und das ist etwas. Alter Schwede, guck mal, das ist jetzt. Selbst ohne volle Energie haut das jetzt richtig rein. Alter Schwede. Na gut. Wow. Zack. So, jetzt will ich auch mal wissen, wie das jetzt mit voller Energie aussieht. Zack. Irgendwo vielleicht eine Vase. Eine antike Vase, die wir mal eben zerstören. Nochmal einmal so. Oder auch eine Wilbertacke. Wow. Kann ich nur hoffen, dass in der Zeit, in der ich jetzt meinen Ding raushole, kein Schatten zurückkehrt. Oh, Glück gehabt. Alles klar. Heart Piece. Komm her, Mann. Ein Herzteil. Sammle ein weiteres Herzteil zu der Sicherheit. Ja, das vorletzte Herzteil. Oh, wow. So, hier hinter dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Wie sieht das jetzt aus? Oh, voll übel. Schön. Zack. Okay. Na meinetwegen. So, werden wir uns jetzt noch. Ach komm. Na komm, ich komm. Das letzte ist eh schon lang genug. Gehen wir noch mal kurz dahin, um uns noch die letzte Truhe dazu holen. Wir haben schon in jedem Tempel, glaube ich, irgendwo mal eine Truhe übersehen. Im Kumula-Tempel habe ich eine Truhe übersehen, in den ersten Tempeln jeweils. Dann bin ich bis hier, wo es mir wirklich ist, noch die Truhe holen. Das ist sogar eine sehr gute Entscheidung. Da ist nämlich noch Geld drin, das weiß ich. Okay, wie komme ich denn da hin? Das von da schaffe ich doch nicht, oder? Okay, also dann probier's mal so. Oh, come on. So. Link, du darfst ruhig dabei laufen. Schaffe ich doch nicht von hier, oder? So. Ja, oder einfach von da. Hier natürlich auch. Zack. Wow. So, Money in the World, komm her. Mann, du nervst. Okay, einfach verbannt quasi. Total tot. Okay, Money over here, komm her. 100 Rupees. So, jetzt aber wirklich. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Du bist ein Idiot. Shit, wie komme ich jetzt wieder zurück? Was habe ich getan? Oh, scheiße. Warte mal, komm ich jetzt raus. Ich muss jetzt irgendwie hier rüber machen. Wollt ihr mich verarschen? Ey, wie komm ich jetzt wieder nach Hause? Ich komme nicht mehr raus, oder was? Weil ich hier die Sola nicht mehr habe, die mich rausbringen kann. Aber Zelda würde niemals so schlecht designt sein. Die haben sich schon was einfallen lassen, wie man wieder rauskommt. Verdammt. Wie komme ich jetzt wieder raus? Es ist nicht lustig. Wartet mal. Ich werde mal kurz was ausprobieren. Sonst habe ich gleich eine Notlösung. Passt mal auf. Ich zeige euch, wie es geht. Zur Not. Kann ich ja auch nichts machen. Hä? Wie komm ich hier? Hä? Na gut. Dann machen wir es anders. Wartet. Jetzt machen wir es ganz gewieft. Eigentlich müsste... Ach, klar, meine Aufnahme müsste laufen. Schön speichern. Wir haben schon 42 Stunden über. 43. Okay.
machen wir das Spiel aus. Passt auf. Und dann spawnen wir wieder am Anfang des Tempels. Hahaha. Ganz gewieft bin ich, wa? So. So, jetzt passiert mir bestimmt ein Aufnahme-Fail, dass ich nicht aufgenommen habe. Weißt du? Und das gleich alles abbricht und alles abstürzt und ich... egal. Nee. Ah, und wieder hier. So glitscht man ein Game. Das muss ich gleich nochmal machen wahrscheinlich, ne? Na, werden wir hinterkommen. So, ich war wieder so von hier. Ich schaffe es, bin der Größte! Boah! Alter Schwede, okay. Das war nicht schlecht. So, jetzt verbringe ich hier den ganzen Tag Part nur damit, die restlichen Herzteile zu holen, oder was? Aber muss sein. So. Mann! Wie ich immer wieder aufrege bei den Typen, ne? Bei den Fledermäusen. Mann! So, und hier oben müsste sich jetzt ein Herzteil befinden. Und das müssen wir uns ganz cool holen. Pass mal auf, ich zeige euch wie. So, Schatten, geh weg. Du fährst mich. Ich hasse dich. Oh, ist wieder da. Warte. Schatten, bleibt mir vom Leib. So. So einfach geht's. Okay. Nein! Boah. So, erstmal Mini-Truhe holen. Mit 50 Rubinen. Wir können 1000 Rubine tragen. Voll cool. So, kann man hier einfach rüber hangeln? Nee, können wir nicht. Okay. Komm ich da rein? Nein. Muss ich das auch umständlich machen. Boah. Gerade so geschafft. Ohne dass ich zum Wolf verwandelt werde. Gut. Und letztes Herzteil, du gehörst uns. Vielleicht die letzte große Truhe, die wir öffnen? Na? Auf jeden Fall das letzte Herzteil. Oh yeah! Damit haben wir alle Herzteile des Spiels. Wird es leider nicht cool im Item-Screen angezeigt, das hätte ich cool gefunden, wenn es einfach alle 5 voll gewesen wären. Dann schön sowas wie, du hast alle Herzteile gesammelt, du bist cool, magst das Spiel, also hast du durchgespielt. Oh, das war knapp. So, hier muss ich, hier komme ich ja wieder vorbei, hier komme ich ja wieder zurück. Wenn ich einmal so mache. Also wie das eben gehen sollte, das ist mir auch noch ein Rätsel. Aber gut, wir haben alle Herzteile und jetzt kommen wir weiter. Wären wir auch vorher gekommen, aber ich mache ja 100% Run mit allen Herzteilen. Muss sein, ist so, weil muss so. Mich irritiert ja immer noch die Tatsache, dass mir eine Geisterseele fehlt. Und wo diese sein soll. Ich habe Angst. Das ist blöd. Ich hoffe nicht, dass da so ein Quatsch passiert, dass ich jetzt irgendwie das Projekt so kurz unterbrechen muss für ein paar Tage, weil ich nicht weiß, wo die Geisterseele ist. Das wäre ja voll blöd. Aber ich werde mich diesbezüglich auf jeden Fall informieren. Vielleicht informiere ich gerade in dem Zeitpunkt, in dem ihr diesen Part seht. Denn ich werde das auf jeden Fall tun, wenn ich diese Folgen so hochlade in der Zeit. In den Tagen. Ist doch eine tolle Idee. War. Oh, Vögel. Hallo. Double kill. Kill, kill. So, das wäre uns vorher nicht möglich gewesen. Stimmt's, Mann? Oh, mein Masterschwert ist so overpowered, ne? Das ist echt schon... schon krass, ne? Okay. Weiter. Und ich glaube, wir haben jetzt echt schon den großen Teil des Tempels geschafft. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch nach oben gehen, so ein bisschen. Also, was heißt ein bisschen? Noch ein paar Gänge gehen. Und dann sollten wir irgendwann schon beim Endboss sein. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, geht, ne? So viel ist das nicht mehr. Hier soll gleich eine Truhe sein. Wahrscheinlich oben. Ups. Okay, auch nicht schlecht. Ich hab... ach, scheiße. Herzchen! Ich hab die... Mann, ich hab... Mann! Ich hab meinen Nunchuck geschüttelt, aber erst so ein paar Sekunden später habe ich gemerkt, oh, der hat geschüttelt. Nichts. So, bevor ich mir jetzt irgendwelche Herzen oder so wieder verschwende, weil ich einfach Herzen voll haben will, einfach aus Prinzip, weil es schön aussieht, mach ich das anders. Sind das jetzt hier... Was soll denn das jetzt? Okay, warte mal. Ah ja. Und 100 Punkte Wurf? Pass mal auf.
Zack! Das sah cool aus. Richtig hochgeflogen quasi. Mann! Monster kill. So. Okay, jetzt fängt das Spiel voll an zu laggen. Soll's ruhig. Ist mir so gesehen völlig egal. So, was man aufmacht, ist cool. Schlag den einfach rein. Geht gar nicht. Also mit der Sola scheint das Spiel nicht klar zu kommen. Ach, mein Grabber, ne? So langsam spackt der echt ab. Ich werde mich auch bemühen, also wenn ich mir eine Wii U demnächst endlich mal kaufe, ja? Dann werde ich das so machen, dass ich mir dazu gleich einen neuen Grabber hole, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt. Und dann werde ich wahrscheinlich auch so Wii-Games einfach über Wii U zocken. Einfach damit auch, na okay, muss ich zum Beispiel keine Spielstände mehr löschen. Wie zum Beispiel jetzt bei Animal Crossing vor kurzem. Ja, und kann dann halt schon über Wii U zocken, womit die Steuerung dann auch mal ein bisschen besser wird. Steuerung, die Grafik, mein Gott. Hat Link eigentlich wieder Ohrringe hier in dem Spiel? Das weiß ich gar nicht. Habe ich noch nie darauf geachtet. Wow. Mann, doofes Schattenreich. Du bringst meinen Grabber zum Abspannen. Warte mal, das will ich jetzt mal wissen. Hat Link in diesem Spiel Ohrringe? Ja, oder? Ich kann es nicht sehen, Mann. Ich will wissen, ob Link Ohrringe hat. Ach, ich glaub schon. Soll mir jetzt auch recht sein. Egal sein. Wow, Alter. Ey, sind... Ich bin in einem Schlag tot. Zack. Ja. Da kann mich jetzt nicht beschweren. Oh. Noch mehr, Mann. Tot. Okay, jetzt eine Truhe. Ah. Wunderbärchen. Okay. Öffnet die Touren alle. Türen. Allerdings nur hier. Vielleicht sogar den letzten Schlüssel, den wir gesammelt haben. Ich weiß es nicht. Und? Das ist auf GameCube bestimmt schwer. Da muss man dann wirklich das Stick drehen benutzen, oder? Na, wo kann auch einfach aufladen. Ich Arsch. Ich denke wieder nicht nach über meine Worte. Mann! Jetzt Fledermaus macht mir immer... Macht mir immer Schaden. Das möchte ich nicht. Das halte ich in meinem Kopf nicht mehr aus. Das geht so nicht weiter. Hier war jetzt gar keine Truhe, ne? Ist, glaube ich, erst im nächsten Raum. Aber ist mir eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, ich komme noch an alle meine Truhen. Ich erinnere mich ja auch noch. Das müsste hier so. Ja, hier war das glaube ich sogar, ne? Genau. Mit dem Riesenwasserfall, wo eine Truhe hinter war. Morgen. Bam! Bam! Mann! Alter Schwede. Aber ich glaube, mein Masterschwert, also funktioniert nur im Schattenreich, also in der Menschenwelt. Quasi wird das glaube ich nichts bringen, mein Upgrade, aber naja. Komm. Ist okay. So, müssen wir jetzt einfach nur alle Gegner besiegen, um die Truhe dazu bekommen? Ich weiß es nicht. Weiß man hier drin. Wow! Da war gleich einer hinter. Oh, mal eben 20 Rubine in der Vase. Okay. Ich glaube, hier muss man sich genau, dass man sich glaube ich hochziehen, ne? Aha, genau. Ups. Gut. Gut. Ah, dachte schon. Komm nicht mehr weiter? Nein, nein. Ah, der Masterschlüssel. Okay, jetzt noch ein letztes Mal diese coole Cutscene genießen. Beim Öffnen einer Truhe mit dem coolen Jingle und dann war es das leider. Traurig, traurig, aber gut. Es muss ja irgendwie sein. Okay, Freunde, ich
würde jetzt... Scheiße. Ich würde jetzt sagen, das war Twilight Princess für heute und im nächsten Part werden wir mal schauen, okay, muss eigentlich eine Truhe erscheinen mit Dings drin, mit einem Schlüssel. Oh, Pfeile. Oh, davon habe ich ziemlich viel verschossen. Mann! Und du auch! Geht alle weg! Wo soll ich denn jetzt hinkommen? Alle mit einem Schlag tot, mit übel. So, das war's. Okay, Mann. Komm doch her, Mann. Oh, Alter, auch nur eine Stichattacke brauchen die. Ist ja übel. Okay. Freunde, dann würde ich sagen, das war jetzt aber wirklich Twilight Princess für heute. Und im nächsten Part aktivieren wir diese Knöpfe hier. Bis zum nächsten Part. Tschüss.